Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Länderspielpause ist mal wieder überstanden. Wir freuen uns alle drauf. Naja, es gibt aktuell relativ viel, was man über den Fußball sagen könnte. 50 plus 1, Katar und dies und das, aber so richtig Lust habe ich nicht dazu, mich zu äußern. Ich will eigentlich nur Fußball gucken und Spaß haben, aber das ist irgendwie in letzter Zeit immer ein bisschen schwierig. Dann kommt noch so eine Länderspielpause daher und man hat eigentlich gar keinen Bock. Umso schöner, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Wir haben hier eine satte Konferenz, eine satte Prognose. Vielen Dank an Linus, der sich um extrem viel gekümmert hat in dieser Prognose. Es gibt hier und da ein paar Ausfälle, was den Ton angeht. Da musste ich leider muten aus lizenztechnischen Gründen. Ansonsten ja, wäre möglicherweise diese Prognose gesperrt worden. Das einfach nur zur Erklärung. Ich hoffe, das könnt ihr verkraften. Das sind dann immer so 20, 25 Sekunden. Es passiert nicht relativ häufig, aber es passiert doch ab und an hier in dieser Prognose, zumindest in den Zusammenfassungen. Das wird dann ab dem nächsten Mal nicht mehr so sein. Aber gut, das ist eine andere Sache. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ich hoffe, es geht euch gut und los geht's. Ja, heute empfängt Augsburg den FC Bayern München und wir gehen direkt rein ins Spiel über Sané. Der sah in der 4. Minute Lewandowski und der super auf Goretzka und der mit einem Hammerschuss in den rechten oberen Winkel. 4. Minute, so schnell ging's, da war der FC Bayern schon vorne und hat zugeschlagen. Super herausgespielt, super Überblick von Lewandowski, dass er da Goretzka anlaufen sah und der, ja, ich glaube, darüber muss man nicht viel reden. Super einmal geguckt und dann abgeschlossen. Keine Chance für Gikiewicz im Tor, der Augsburger. Und dann kam auch die nächste Chance direkt in der 17. Minute mit Müller, der auf Lewandowski und Gikiewicz sah in dieser Aktion ziemlich gut aus. Lewandowski auch mit einem tollen Schuss in dieser Szene, aber Gikiewicz einfach einen Tick besser. Die nächste Chance war dann tatsächlich auch für Augsburg in der 42. Minute. Die Flanke kam auf Hahn, der dann nochmal auf Vargas und er ließ sich auch nicht lumpen. Und so ging man dann auch in die Halbzeit mit einem 1:1. Vargas eben in der 42. und Goretzka in der 4. 1:1 zur Pause. Die zweite Halbzeit begann dann auch wieder auf Seiten der Bayern über Sané, der nochmal mit Müller auf Lewandowski dann mit dem Führungstreffer in der 62. Minute für die Bayern natürlich. Und Lewandowski mit der schönen Drehung. Es ist so ähnlich wie das 1:0. Und ja, 2:1 der Spielstand jetzt für den FC Bayern. Dank Robert Lewandowski. Die nächste Chance hatte dann auch wieder Augsburg, nämlich über Vargas mit Caligiuri rechts. Der kam dann auf die Idee, wieder zu flanken und Seki und Pavard war mit der Hand noch dran und es gab Handelfmeter kurz vor der 80. Minute und das war bitter jetzt für den FC Bayern München. Ja, klar, mit der Hand dran. Caligiuri führte aus, sehen wir jetzt noch nicht. Ja, Caligiuri führte aus gegen Neuer und Neuer hält diesen Ball und Caligiuri bzw. Augsburg verliert nach diesem Elfmeter dann auch die Partie mit 2:1. Starke Augsburger verloren dann aber gegen zu gute Bayern. Das war's. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am 12. Spieltag. 5 Spiele auf dem Plan. Wir starten in Gladbach. Gefordert.
Fürth steht mit der schlechtesten Defensive, mit der schlechtesten Tordifferenz und den wenigsten Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Müssen heute gewinnen, wenn sie überhaupt nochmal eine Chance haben wollen, in der Liga zu bleiben. Was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Denn schon jetzt trennen sie 7 Punkte zum Tabellenvorletzten. Gladbach wiederum konnte vor 2 Wochen durchaus ein... Das soweit die ersten Eindrücke hier aus dem Borussia-Park. Vielen Dank. Wir schalten eine Station weiter nach Leverkusen. Da ist Gego, euer Kommentator Bochum, zu Gast. In Bayer 04 Leverkusen. Aber sie haben ja schon bewiesen, dass sie was können. Zum Beispiel gegen Hoffenheim. Und es ist ganz wichtig jetzt für die Mannschaften gut in diese... Das dann auch von hier die ersten Einblicke im Westfalenstadion. Geht's weiter. Stuttgart versucht die 3 Punkte mitzunehmen. Stuttgart aber auch nicht gerade gut. Davor die Woche mit einer Niederlage zu Hause gegen Stuttgart, wo man sehr heftige Defensivschwächen gesehen hat. Wie wir hier sehen, Erling Haaland immer noch nicht zurück im Kader. Der wird immer noch einen Monat... Wir dürfen gespannt sein, gibt durchaus spektakuläre Partien, die Dortmund und Stuttgart schon ausgetragen haben. Jetzt sind wir in Hoffenheim, dort Leipzig zu Gast. Nichts holen, jetzt der Einlauf erstmal und ganz überlegend hier die Sinsheimer, die sich hier vorbereitet haben auf diese Partie und sich natürlich auch vorfreuen. Und ja, ein großer Gegner zu Gast in der Pre-Zero Arena. Bude ausverkauft in Sinsheim. Tolles Stadion, tolle Atmosphäre. Das Witzige ist, in dem Stadion ist der Gästeblock manchmal lauter wie... Und um das Ganze komplett zu machen, gehen wir noch auf die Bielefelder Alm. Dort ist der VfL Wolfsburg zu Gast und hier wird auch gleich angestoßen. Deswegen bleiben wir hier gleich. Lord Weghorst wird wohl ja, den Ball ins Spiel bringen. Arminia Bielefeld hier zu Hause durchaus schwer zu knacken. Der VfL Wolfsburg unter Florian Kohfeldt aber ja durchaus gut reingestartet. Und so starten wir auch in diese Konferenz. Der VfL im ersten Durchgang von rechts nach links. Paulo Ottavio, der sich gut wieder eingefunden hat, hier erstmal mit dem Ballverlust. Aber der ist dann nach Verletzung doch direkt mal wieder wichtig und in Erscheinung getreten. Okugawa mit der Flanke von der rechten Seite. Giavugi klärt die ersten Eindrücke von hier. Und wir haben das erste Tor in der Konferenz in Hoffenheim. Hoffenheim, die Führung für die Kraichgauer. Was für ein toller Auftakt in dieses Match. Erster richtig gefährliche Torabschluss, der gleich drin ist. Also, Hoffenheim 1, Leipzig 0. So kennen wir RB auch irgendwie aus dieser Saison seit Jesse Marsch. Also 1-0 Sinsheim und das wird Sebastian Hoeneß, der Neffe von Uli Hoeneß, freuen. Führung also für die TSG 1-0. Somit hier das erste Tor. Wir gehen weiter auf Tore fangen. Vielleicht geht's ja in Dortmund gut weiter. Also Kara soll noch zwischenzukommen, aber bräuchte er gar nicht. Der Müller zeigt einen starken Reflex. Nun die Ecke für den BVB. Genau 7 Minuten jetzt gespielt. Marco Reus wird die Ecke hineinbringen. Der stark aufblühende Kapitän ja auch für die Nationalmannschaft getroffen beim 9:0 gegen Liechtenstein. Der wird nichts mehr. Hummels kann sich ja doch nochmal durchsetzen. Witzel, einer der passstärksten Spieler bei den Schwarz-Gelben. Hummels, nochmal Witzel, da sehen wir nochmal ein guter Doppelpass mit Mats Hummels. Der ist so ein bisschen verkappt da links. Tor in Hoffenheim. Geht gut weiter bei der TSG. Gute. Zwei Dinge schon gefallen in Sinsheim. Es ist der Wahnsinn, diese Partie.
1:1. 10 Minuten erstmal gespielt. Schon 2 Tore gefallen in dieser Partie. Wow, ist das schon bitte. Egal, 1:1. Leipzig lebt wieder. Auch da, der erste Abschluss bei RB war drin. Also, Spiel wieder auf Null gestellt. Scheint sehr unterhaltsam zu sein hier in Hoffenheim. Leipzig gleicht aus. Wir schauen in Gladbach vorbei. Ich könnte flanken, aber jetzt Neuhaus. Hofmann ist da alleine durch, aber dann ist das eine komische Flanke. Kann geklärt werden vom Kapitän Seguin. Jetzt Duziak mit einem guten Ball auf die linke Seite, auf Ergota, der heute außen spielen muss. Legt hinter, jetzt Itten. Aber dann ist die Gefahr so ein bisschen verblasst, aber nochmal Seguin. Leveling. Jetzt müssten sie mal flanken oder irgendwie in den 16er Tor kommen. Im Westfalenstadion. Spielen die handballmäßig um den 16er herum. Wie angedeutet, Stuttgart kam noch gar nicht in die Offensivaktion hinein und dann haut Marco Reus mal so ein Ding raus. Der Kapitän, der immer wichtiger wird für die Schwarz-Gelben, zusammen mit Haaland und Bellingham vielleicht einer der drei wichtigsten Spieler im Kader der Schwarz-Gelben. Hier sehen wir nochmal die Vorlage von Bellingham. Und dann haut ihn, ich würde sagen, gut 14 Meter haut er den da rein. Keine Chance natürlich für Florian Müller im Gehäuse der Stuttgarter. Hier sehen wir nochmal, schlägt der Ball ein. Es steht 1:0 für den B. Gut, was los hier bislang in der Konferenz. 1:0 jetzt hier für den BVB. In Leverkusen tatsächlich noch kein Tor gefallen. Schauen wir bei Gregor vorbei. Kann flanken, macht's aber nicht. Ja, doch, probiert's. Handspiel von... Ich hab's nicht ganz gesehen. Ist auch sowieso so eine Sache hier im Kommentator-Kabinchen, sage ich mal, zu sitzen. Im Stadion sieht man es jetzt nicht so gut. Dazu haben wir aber heute natürlich die Kameras, wo das auch nochmal hier auf dem Bildschirm zeigen. Tor in Hoffenheim, das dritte Tor. Das kann es mir jemand sagen. Spiel gedreht. Wow. Hier eine tolle Szene, Umriss. Das werden wir auf jeden Fall nochmal sehen. Hier und dann nochmal geradeaus. Vogelperspektive. Wow. Ist das wundervoll gemacht. 2:1 RB Leipzig. Wahnsinn, Wahnsinn. 2:1 für Leipzig. Spiel gedreht. Wieder nach Leverkusen. Kommt nicht an Radetzky. Klärungsversuch gelingt erstmal in Kampe. Immer noch. Wirtz raus auf Paulinho, Alario. Nochmal Paulinho. Tor im Westfalenstadion. Paulinho setzt sich trotzdem noch. Wir auch, zum 2:0. Herber Nackenschlag für die Stuttgarter, die wieder 2:0 hinten liegen. Ja, auch 2:0 verloren zu Hause gegen Bielefeld. Da ist es aber auch schlecht gemacht. Was macht Waldemar Anton da? Klärt ihn von der Linie direkt in die Füße von Daniel Mahlen. Das darf so auf gar keinen Fall passieren. Steht 2:0 für den BVB hier gegen den VfB Stuttgart. Daniel Mahlen trifft mal wieder. Hat ja Startprobleme hier in Dortmund. 2:0. Für den BVB, wir schauen auf einen Platz, wo noch keine Tore gefallen sind. Das ist in Bielefeld der Fall. Der VfL Wolfsburg dominant nach nicht ganz einer halben Stunde mit viel Ballbesitz. Aber es fehlt noch so der richtige Punch. Vielleicht jetzt über Riedle Baku, der den Ball aber an Nilsson verliert. Bielefeld defensiv dann doch wieder kompakt. Und über Konteraktion vielleicht gefährlich. Robin Hack tritt nochmal drauf, wartet und spielt da den Fehlpass. Giavogi heute ja Innenverteidiger, Sechser, sehr variabel im Spielaufbau. Wir sehen es hier sehr tief stehend. Bielefeld ist aber aggressiv und geht hier auch gut drauf. Wir sehen aber, es ist ein ziemliches Mittelfeldgeplänkel. Wichors zumindest mal mit einem Abschlussversuch. Aber in Gladbach ist es bestimmt spannender.
Bundesliga-Tor. Jetzt Stindl dribbelt sich da durch den 16er. Nochmal Skelly. Müsste flanken, tut's aber nicht. Und dann ist das Stindl mit einer halbhohen Flanke. Kann natürlich geklärt werden, kam. Zu ungefährlich. Jetzt Itten. Herr Gotha und Itten ein Zusammenspiel. Könnte vielleicht was werden, wird es aber nicht. Neuhaus dazwischen. Jetzt müssen sie vielleicht links rauslegen, machen sie aber nicht. Kontermöglichkeit vertan. Stindl kommt aber normal an den Ball, aber dann ist der Trubelams dazwischen. Der Niederländer mit einer Vergangenheit in Frankfurt, ähnlich wie Branimir Gotha. Jetzt Jeremy Lebeling. Hitten. Und Seguin setzen sich da am 16er fest und dann ist Sommer da. Das war ja tatsächlich mal was. Parade Sommer, fast Greuther Fürth in Führung. Die Gäste führen in Hoffenheim. Leipzig ist das. Und Baumann. Verhindert Schlimmeres. Gesamt gesehen sage ich, ist die Führung auch verdient. Zu diesem Zeitpunkt. 43. Minute. So wollen sie vor der Pause jetzt runterspielen. Kramaric. Kramaric, Baumgartner. Beste Chance, die sie nicht nutzen, die Sinsheimer. Das hätte die perfekte Antwort sein können, aber es wäre auch abseits gewesen, sehen wir. Ja, doch recht deutlich. Diese Abseitssituation, zumindest wenn man die Linie drauflegt. Nochmal schnell nach Leverkusen. Und Radetzky. Beste Chance von Bochum in der ersten Halbzeit und das wird wahrscheinlich auch die letzte sein. Reguläre Spielzeit sollte um sein. Ist auch um. Ecke nochmal Bochum. Kommt, ja. Drüber. War die Nummer 4 aber auch ganz frei. Wie man hier eben in der Wiederholung sah, sind schon eine Minute Nachspielzeit um. Gibt es noch eine obendrauf? Nein, gibt es nicht. Halbzeit stand 0:0. Es ist nicht viel passiert. Schönes Offensivspiel von beiden. So, dann ist also auf allen Plätzen die Zeit für den Pausentee gekommen. Leverkusen gegen Bochum. Wir sehen gerade noch die Wege in die Katakomben. Hier steht es 0:0, ebenfalls 0:0 bei Bielefeld gegen Wolfsburg, Hoffenheim gegen Leipzig 1:2, Gladbach gegen Fürth ebenfalls 0:0 und der BVB führt 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Kurze Halbzeitübersicht und jetzt geht's weiter in Durchgang 2. Zurück in der Konferenz, zurück in Bielefeld, noch 0:0, der Kasten von Stefan Ortega nach wie vor noch unberührt. Das soll auf der anderen Seite natürlich auch so bleiben. Kein schlechter Passversuch von Vasiliades, beziehungsweise der Pass an sich. Er kam ja auch präzise, aber Wimmer ein Schritt im verbotenen Raum. Das hätte ansonsten recht gefährlich werden können. Aber so ist das dann häufig, den Vorteil, den man sich dadurch verschafft, indem man im Abseits steht. Der wird einem dementsprechend zurückgepfiffen und hier war das auch der Fall. Der VfL Wolfsburg muss auch noch ein bisschen was zulegen nach vorne, wenn sie hier gewinnen wollen. Tor im Westfalenstadion. Und wir haben Tor in Stuttgart. Nee, in Dortmund. So, aber für Stuttgart. Bitte, Sascha. In der 51. Spielminute. Das war, glaube ich, Mangala, habe ich das gesehen. Die mitgereisten Stuttgart-Fans schöpfen natürlich jetzt wieder Hoffnung. Also hier nochmal. Gut, zwischengelegt. Dann ist Kohl wieder geschlagen. Es ist so unglücklich. Wenige Spiele, in denen man wirklich mal eine weiße Weste bewahren kann. Es war bis jetzt ein einziges in der laufenden Bundesliga-Saison. Es war nur gegen den 1. FC Köln der Fall. Er kann einem leid tun. Stabile Leistung gezeigt, aber die Null will halt nicht stehen bleiben. Das ist so ein bisschen das Problem bei der Dortmunder Defensive generell.
aber jetzt kam doch nochmal gut gemacht. Jetzt Stuttgart jetzt gut im Spiel. Konnte sich gut reinbeißen, da hat der Stuttgarter Trainer. 2-1 hier, knappe Angelegenheit, noch knapper in Gladbach, dort noch gar keine Tore gefallen. Und Netz, der Neuzugang aus Berlin, könnte flanken, spielt aber lieber auf Scully, aber da wird sein Pass noch abgeblockt. Wäre eine wirklich gute Tormöglichkeit geworden. So, wieder führt im Ballbesitz, wie im größten Teil dieser Partie. Den bekommt Lebeling noch oder nicht. Das ist ein Einwurf für Gladbach. Hätte er mehr draus machen müssen. Und jetzt geht Skelly und Patrick Herrmann kommt. Das Eigengewächs darf sich hier heute nochmal präsentieren. Mittlerweile schon 30 Jahre alt, aber seit 14 Jahren ein Teil von Borussia Mönchengladbach, jetzt Stindl. Stunde rum im Borussia-Park, immer noch 0:0. In Hoffenheim warten wir zumindest im zweiten Durchgang auf das erste Tor. Kommt gut und frei gespielt. Wunderschön. Und Einwurf. Auch jetzt bei den Gästen erneut den Wechsel. Haidara geht für Kampel. Und ja. Jetzt gibt es den Einwurf. Kunku, Paulsen, Kampel. Wieder Paulsen. Jetzt vielleicht mal eine tolle Gelegenheit. Der ist drin, Angelino. Abseits. Fahne geht hoch. Aber war das, ja, doch jetzt war es deutlich abseits. Tor im Westfalenstadion. Oh ja, da Braumann. Kein Kapitän der Dortmunder. Und an dem Doppelpack sieht man auch, wie wichtig er ist. Da hätte, ich weiß nicht, ich sehe das nicht. Ich habe hier die Torlinientechnologie nicht vorliegen. Aber da Schiri auf nichts entschieden hat, war es anscheinend vor der Linie und dann haut Marco Reus den da natürlich aus 5 Metern ganz cool, ganz trocken rein. Keine Möglichkeit für Florian Müller, den noch irgendwie abzuwehren. Tor in Gladbach. Marcus Thuram, der Sohn von der französischen Legende, mit dem Tor. Und das war mal ein Strahl. Stand ja angeblich im Sommer in Verhandlungen mit Borussia Dortmund. Diese scheiterten aber anscheinend und hier macht San Thuram richtig gut. Da kann Marius Funk mal wieder nichts machen. Der kann einem hier im vierten Tor ein bisschen leid tun. Kriegt jede Woche unfassbar viele Gegentore. Kann aber in den meisten Fällen wenig ausrichten. Jetzt greift Gladbach schon den dritten Wechsel. Und Laszlo Benes, der für Kone in die Partie kommt. So, hier also das erste Tor gefallen. In Leverkusen ist es immer noch nicht da. Nee, erstmal nicht. Asano. Oh, super bei Polter. Radetzky passt aber auch auf. 69 Minuten gespielt und immer noch kein Tor. Was ist denn da los? Wirtz. Andrich. Alario, Wirtz. Tor in Bielefeld. Die Gäste gehen 20 Minuten vor dem Ende doch noch in Führung und es ist Wout Weghorst. Lange Zeit stand die Null, aber dann hat der lange Niederländer mit der Nummer 9 genug davon und haut den Ball mit links oben in den Knick. Nichts mehr zu halten für Ortega. Das dürfte nun eine richtig schwierige Aufgabe werden für den deutschen Sportclub gegen den VfL Wolfsburg, der unter Kofeld eben eine neue breite Brust bekommen hat, die er hier jetzt auch ausspielen kann. Gucken wir nochmal in Leverkusen vorbei. Oh, Ballverlust.
4 gegen 2. 4 gegen 2, Paulinho. Riemann. Und Löwen klärt. Nein, dem hier bei. Wieder Paulinho, kein Abseits. Nochmal Sigvagarten und dem hier bei. Wert, so Riemann schon wieder. Tor im Westfalenstadion. Löwen klärt jetzt aber. Was ich geglaubt habe, dass das es gewesen sein wird. Sehr schöne Haare von Tanguy Koulibaly. Mit diesen schönen Haaren. Erzielt er das 2:1. Natürlich mit dem Fuß zum 3:2. Muss man da sagen. Er steht auch sehr frei, kann ihn dann da vor Kobler einschieben. Hat aber auch einen guten Bums. Tanguy Koulibaly. 3:2 wird jetzt auch nochmal spannend. Patzt der BVB wieder gegen, man will sagen, weniger erfolgreiche Teams. Tor in Hoffenheim, Tor Nummer 4. Da ist er doch, der Lucky Punch, sozusagen. Per Ecke und dann reingemacht mit dem Fuß. Ich glaube, Bebo war das. Ja, also 2:2. Hoffenheim, 77. Minute. Sie lebt doch noch, die TSG. Interessante Vorstellung hier, ehrlich. Die 80. Minute. Paktovic. Es hat die ganze Zeit, die ganze zweite Hälfte nur Bochum gespielt, nur Bayer Leverkusen gespielt. Und jetzt kommt Bochum, eine Chance, die Defensive von Leverkusen, so stark in dieser Partie bisher. Aber jetzt machen sie einen Fehler und Bochum bestraft. Tor in Bielefeld. Sowas von bitter für Leverkusen. Da ist sie, die Entscheidung, 2:0 für den VfL. Riedle Baku setzt dem Geschehen hier wohl den Deckel auf. Es ist ein schönes Tor. Gut mitgenommen den Ball. Dann aus der Luft genommen mit dem Spann. Satt getroffen. Ortega fliegt. Aber vergeblich. 0:2. Das wird in 10 Minuten plus Nachspielzeit nicht mehr aufzuholen sein. Lange Zeit hatten sich die Arminen hier gut geschlagen. Dann macht sich jetzt aber doch die qualitative Differenz bemerkbar. Tor in Gladbach. Und nochmal ein Tor in Gladbach. Ja, erhöht auf 2:0. Starker Abschluss und stark gespielt. Kurz nach der Einwechslung. Also hier das 2:0 für Kräuter Fürth. Sprich jetzt nicht unbedingt für Julian Green, aber der kann ja wenig machen, kam ja erst vor 2 Minuten. Und das ist ja auch nicht sein Fehler, wenn die Abwehr da Platz viel zu offen steht. Platzverweis in Bielefeld. Lawson sieht auch noch zu allem Überfluss die glatte rote Karte. Haut Baku von hinten einfach nur in die Beine. Und muss sich da nicht wirklich beschweren. Es folgt sogar nochmal ein defensiver Wechsel. Chibora kommt für Okugawa. Vermutlich vergebene Liebesmüh. Es sei denn, man möchte natürlich hier das Ganze klein halten, die Schadensbegrenzung. Aber das klappt hier zumindest nach dieser Standardsituation überhaupt nicht. Es steht 0:3. Maximilian Philipp. Und da kann man noch so viel drüber diskutieren. Warum bringt er jetzt noch einen Defensiven? Wenn der Ball ins Tor gescheppert wird, so wie hier, dann ist auch all die Theorie nur grau. Also, es ist alles glasklar, klipp und klar. Tor im Westfalenstadion. Bielefeld und wir haben nochmal ein Tor in Dortmund. Kämpf angezogen wird, aber der ganze BVB auf dem Rasen. Denn das war die Entscheidung hier in dem Spiel. Da lege ich mich fest.
Dortmund mit dem 4:2, aber was war das für ein fataler Patzer von Marc-Oliver Kempf, da kriegt er den Ball nicht geklärt. Was ist das? Da haut er sich den selber rein, dann tritt er ganz unglücklich gegen den Pfosten. Da tut er mir leid, aber das ist auch, hätte er den durchgelassen, wäre wahrscheinlich Jan da gewesen und so ist es halt ein Eigentor. Man hätte es nur falsch machen können aus Sicht des Innenverteidigers der Stuttgarter, aber die Entscheidung hier in Dortmund, in Hoffenheim aber ist es noch spannend. Wenden für beide Seiten. Wer das gewinnt, ist der glückliche Sieger. Nachspielzeit noch nicht angezeigt. Silva! Und er ist drin! 2:3! Wie schön ein Lucky Punch! Wow! Das gibt's doch nicht! Und jetzt muss es gleich vorbei sein, dieses Match hier in Zinsheim, dieser Krimi! Und er nimmt die Pfeife schon mal in den Mund, der Schiri, und pfeift ab! Leipzig gewinnt in Zinsheim, ein Krimi zum Vergessen am Ende aus Sicht des... Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein Finish. Leipzig gewinnt, in Leverkusen führen die Gäste. Es wird lang noch spielen gelassen und jetzt ist es aus. Bochum beendet diese Partie mit 3 Punkten und das hatte ich nicht gedacht. 10 Minuten vor Schluss, Last-Minute-Treffer von Patkovic. Der VfL Bochum beeindruckt und in Gladbach, wir sehen's. Trauern die Gäste, Gladbach gewinnt schmucklos. Wir holen uns die letzten Eindrücke nochmal aus dem Borussia-Park. Preisgabe des Nichtkönns in der ersten Liga. Gladbach gewinnt also und Jonas Hofmann, der Nationalspieler, erhöht in der 84. Minute noch auf 2:0. Und ich verabschiede mich aus Gladbach, wo die Fohlen 2:0 gewinnen.
Ja, so gesehen, das neue Revierderby in der ersten Fußball-Bundesliga stand an. Union Berlin empfing die Hertha aus der anderen Ecke von Berlin. Und das ist schon die erste Gelegenheit, die hier jetzt im kein Tor enden sollte, so gesehen. Aber für den Anfang schon mal nicht schlecht, da zuvor noch nicht wirklich viel passiert war. Wir springen direkt rein in die nächste Gelegenheit. Okay, jetzt springen wir erst rein und sehen dann hier die nächste Torchance. Das ist wieder Hertha BSC Berlin mit dem Treffer. Das 1:0 in der ersten Halbzeit. Dann war auch erstmal Pause, viel war nicht zu sehen in der ersten Halbzeit hier in der Alten Försterei oder an der Alten Försterei besser gesehen. Springen wir direkt in die zweite Hälfte rein. Das ist jetzt mal Union Berlin. Es sollte also die Gelegenheit zum 1:1 werden, dies ist aber jetzt für Union Berlin nicht geglückt. Also weiterhin 0:1 für die Gäste aus der Hauptstadt. Haha, lustig. Und wieder großes Getummle, aber so richtig passierte hier nichts mehr. Doch jetzt wieder mal Berlin, Hertha BSC Berlin mit einer neuen Chance. Und aber auch das nicht wirklich nutzen können. Somit steht es 1:0 für Hertha BSC zum Schluss und ein ja, spannendes Ergebnis. Zum Abschluss des 12. Spieltags empfängt der SC Freiburg die Eintracht aus Frankfurt und rein in die Partie. Und der SC Freiburg in Rot hat die erste gute Gelegenheit. Das ist die 12. Minute, das ist Santa Maria, der sieht Demirovic und dann ist er drin. 13. Minute, 1:0 für die Gastgeber. Der Torschütze war Kevin Trapp. Es war ein Eigentor, abgefälschtes Ding, aber Ding. Freiburg, aber die Eintracht lässt sich nicht hängen. 27. Minute, das ist Rode und er versucht mal und da Costa, der hat die erste gute Gelegenheit mit Rode, aber die Chance geht trotzdem auf Rode, wurde dann abgeblockt vom Freiburger. Die Eintracht ist jetzt besser und versucht es. 30. Minute, da Costa. Es ist jetzt ein richtig munterer Kick geworden in dieser Partie. Die Frankfurter überlegen der, wie der SC Freiburg mittlerweile. Da Costa, der ist bedient. Die Chance musst du nutzen. Die Szene jetzt ungeschnitten. 31. Minute oder sprich die 32. Minute. Frankfurt wieder am Ball. Und was für ein Verlust es ist. Demirovic, der steht wieder da vorne. Und der quer, das ist Günther. Und ganz schnell geht's nach vorne. Das ist Günther. Günther. Und er hat die Chance. Demirovic aber abgegeben. Santa Maria. Grifo. 2:0. Nein. Klatsch. Latte. Und Günther macht ihn rein. 2:0 Freiburg. Der Pausenstand auch 2:0 für Freiburg, für Frankfurt aber auch ein bisschen unglücklich. In der zweiten Hälfte nach 57 Minuten kommt Frankfurt, das ist Boré,
und er knipst. Nur noch 1-2 aus Freiburger Sicht. Und Frankfurt schießt den Anschluss. Wundervoll gemacht. Und Boré, der will ja unbedingt weiter erfolgreich werden bei den Adlern. Und so beginnt er sicherlich ganz toll. Die Frankfurter Fans, sie sind wieder am Leben. Nach gefühlt 56 Minuten Pause. Hier aber auch diesmal keine Chance für Flecken. Also 2-1 nur noch für die Breisgauer. Und wie reagiert jetzt Freiburg auf den Anschlusstreffer? Das sehen wir jetzt. 63. Minute, Frankfurt weiterhin besser. Und dann Günther. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, rot für Günther. Das hat Freiburg noch gefehlt. Jetzt noch in Unterzahl gegen so starke Frankfurter. Das kann ja ein Spaß werden. Und jetzt die Eintracht besser und Ausgleich. 2-2. Are mit dem Tor. Und Knips zum Ausgleich, der hochverdientes. Flecken macht los. Frankfurt lebt wieder sowas von der Gästeblock. Außer Rand und Band im Europaparkstadion. Und hier wunderschön gemacht. Nochmal aus der Distanz und nochmal aus dieser Fassung. Und nochmal natürlich aus dieser Fassung. Wow, wunderschön, da ist die Fahne im Weg. Aber egal, 2-2. Und jetzt die 86. Und so hätte fast noch das Ding komplett gedreht, dann wäre die Partie völlig auf den Kopf gestellt. Aber mehr kam nicht mehr dazu. Es hat auch Klatsch gemacht. Und am Ende blieb es beim 2-2 verdient. Mainz 05 empfängt den 1. FC Köln und rein in die Partie. Und bereits nach 5 Minuten gibt es den ersten Aufreger. Handelfmeter für den FC, völlig zu Recht. Das gehört sich so nicht. Und das muss man pfeifen. Gar keine Widerrede hier. Ganz klar die Hand von Sanchez dran. Und damit die Elfmeterentscheidung völlig korrekt. Marc-Uth tritt dann vom Punkt an. Und Marc-Uth, die Mainzer Fans hoffen auf eine Parade. Aber Marc-Uth lässt sich seine Treffer nicht nehmen. 0-1, Köln führt nach gut 5 Minuten in Mainz. Völlig verdient ist die Führung zu diesem Zeitpunkt. Schon weil Köln seit der Minute 1 richtig toll, kämpferisch stark spielt. Also hier nochmal eine tolle Szene. Zentner ohne Chance. Marc-Uth frech ins linke Eck. 1-0 Köln. Die Führung, sie tut gut. Aber die Kölner setzen nach und wollen jetzt unbedingt und stechen aufs zweite Ding. Und Zettner muss mal ran. Riesengelegenheit für den FC, hier auf 2 Tore umzustellen. Wieder mal gut, die gute Gelegenheit für die Gäste zum 0-2. Aber wie gesagt, Zettner ist da und freut sich. Wieder der FC Köln. 30. Minute, das war wieder Marc-Uth, der versucht es und hat die Chance hier fast verplempert. Also, es muss in der Chancenverwertung gearbeitet werden beim FC und dann auch mal Mainz. Tolle Gelegenheit und dann aber Timo Horn gegen Widmer zur Stelle und hält bis dato die 0 für den FC zur Pause. 1-0 Köln. Und ja, rein in die zweite Hälfte, damit also mit Führung für den FC. Und da wird es direkt mal aufregend. Das ist Anderson. Auf Uth, wieder auf Anderson. Uth. Und da ist Kainz, Oliver Kainz und Modest. Und das ist Hector, der köpft weg. Und Achtung, jetzt passiert der Horror. Was bitteschön wird hier gemacht? Uth, der Torschütze, muss runter. 54. Minute. Köln nur noch zu 10. Das ist nicht gut, was da gemacht wurde. Aber die Mainzer, jetzt darf er stechen. Der und Odisibo macht den Ausgleich. Ja.
Ausgleich. 1:1. Also wundervoll gemacht, Horn, wirklich machtlos. Also Ausgleich kassiert. Mainzer Jubel, aber Köln lässt sich nicht hängen und kommt, das ist Schmied. Aber Zentner zur Stelle. Szene noch nicht geklärt, hundertprozentig. Der FC probiert es nochmal aus anderer Perspektive. Das ist Ljubilic, Duda, der spielt auf Thielmann. Thielmann nicht super und modest. Der Franzose verpasst jetzt die Nachspielzeit. Alle haben sich mit einem Remis jetzt eingestellt. Aber wir haben noch eine Boetius. 2:1 Mainz. Nach 0:1 zu früh noch 2:1. Mainz on fire. Pfostentor wie ein Wembley-Tor. Nur ist er dann eindeutiger drin. Und das heißt, Mainz 05 schlägt den ersten FC Köln mit 2:1. Köln damit wieder sieglose Mainz. Und die Mainzer bauen die Serie aus. Letztendlich der Sieg glücklich, aber auch irgendwo verdient. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.